Meine lieben Freunde, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass die fränkische Schweiz mit ihren bizarren Felsgebilden und Höhlen geradezu ein Eldorado für alle möglichen Sagen ist. Heute sind wir wieder einmal mittendrin und zwar im Gmackenschloss bei Engelhardsberg. Der kleine Ort Engelhardsberg ist ein Gemeindeteil des Marktes Wiesenthal im Landkreis Forchheim in Oberfranken. Das Dorf liegt mitten in der schönen fränkischen Schweiz. In Engelhardsberg waren seit dem Mittelalter die Herren von Streitberg begütert und seit 1972 ist der Ort eingemeindet nach Wiesenthal. Geradezu wuchern kann der kleine Ort mit der Natur, die ihn umgibt, so zum Beispiel die Höhlenruine Riesenburg oder die Dolomitfelsgruppe Kirchengrotten oder auch das Gmackenschloss, wo sich unsere Sage abspielt. Dieses Gmackenschloss, so erzählt die Sage, erhebt sich an der Stelle einer verwünschten Burg. Als nämlich diese Gegend noch von dichtem Urwald bedeckt war, verirrte sich ein Jäger auf der Fährte eines Hirschen. Und als sich der Wald lichtete, stand plötzlich, wie von einem Zauberstab aus der Erde hervorgehoben, eine altersgraue Burg mit hohen Türmen vor ihm, von deren Zinnen ihm Zwerge zuwinkten. Sie forderten ihn auf, tritt ein. Und durch das Burgtor gelangte er in einen Saal mit schlanken Marmorsäulen. Fußbodenwände und Decken warfen den Lichtschein in Tausenden von Edelsteinen zurück. Und am Ende des Saales saß auf einem goldenen Thron eine wunderschöne Frau, die Feenkönigin. Sie lud ihn ein, bleib doch hier bei mir. Und dieser Bitte entsprach er nur allzu gern. Und so vergingen viele Jahre glücklich an der Seite der Fee. Dennoch aber fehlte dem Jäger der Wald, die Jagd und das freie, ungebundene Leben. Und so bat er eines Tages die Feenkönigin, bitte entlass mich aus deinem Feenreich. Kaum aber hatte er seine Bitte ausgesprochen, da erfolgte ein furchtbarer Donnerschlag und das herrliche Schloss zerbrach in tausend Trümmer. An seiner Stelle stiegen narbige Felswände in die Höhe, die sich zu einer mächtigen Grotte vereinten, nämlich dem Gmackenschloss. Den Jäger aber fand man tot vor der Grotte liegend und niemand konnte sagen, was da eigentlich passiert war. Und noch heute rumoren die Zwerge und Gnomen im Gmackenschloss und manch einsamer Wanderer, der die Felsen passierte, wurde von kleinen Steinchen getroffen, die die unsichtbaren Wichtel nach ihm warfen. Die Feenkönigin aber hat seither nie wieder jemand erblickt. Wir wissen natürlich, dass die Felsformationen und Karsthöhlen in der fränkischen Schweiz im Laufe von Jahrmillionen durch Auswaschungen und Verwitterungen entstanden sind, also durch einen ganz natürlich ablaufenden Prozess in der Natur. Und diese durchlöcherten Steine werden Gmacken genannt. Aber ist es nicht auch schön, seiner Fantasie ein bisschen freien Lauf zu lassen, wenn man vor diesem Gmackenschloss steht und sich die Zwerge und die schöne Fee vorstellt, die dem Jäger begegnet sind. Das scheint mir übrigens eine uralte Vorstellung des Menschen zu sein, die Begegnung mit einer Fee, die ihm ein schönes Leben bereitet.
Und dann wird's ihm wie so oft doch langweilig, keine Aufgabe mehr zu haben, immer nur da sein zu müssen für diese schöne Fee. Er will zurück in seinen Beruf als Jäger. Und das Schloss versinkt, die Illusion zerplatzt, er ist wieder in der Wirklichkeit angekommen. Ist das nicht genau der Weg, den die meisten unserer Träume nehmen? Damit darf ich mich wieder verabschieden von euch. Ich wünsche euch wie immer vor allem Gesundheit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.